Hey Leute und willkommen zu einer neuen Promotion auf dem Kanal LineLP. Und zwar stelle ich euch heute den Kanal Die Hand spielt vor. Ja, unser lieber Kandidat hat 12 Abonnenten und 332 Videoaufrufe. Steht noch ziemlich am Anfang von seiner möglichen YouTube-Karriere und hat bisher 28 Videos hochgeladen. Der Kanal läuft seit ungefähr 2 Monaten, also vor 2 Monaten kam das erste Video und seitdem hat er 28 Videos hochgeladen, was bedeutet, dass er jeden zweiten Tag ungefähr ein Video hochlädt. In den letzten paar Tagen kam kaum ein Video, also vor 4 Tagen kam das letzte. Aber bevor ich noch mehr sage, kommen wir mal zu seiner Beschreibung. Hallo, cool, dass, mit 2 S, du hierher gefunden hast. Ich bin 15 Jahre alt und komme aus Baden-Württemberg. Hier findest du verschiedene Minecraft-Arten, aber auch andere Spiele wie Ace of Spades oder Giana Sisters. Videos kommen immer alle 2 Tage. Oh, hier steht sogar. Vielleicht soll ich das mal vorher durchlesen. Tja, aber alle 2 Tage? Wrong. Vor 4 Tagen war das letzte Video. Epic Fail. Wenn du Tipps hast, hinterlasse gerne einen Kommentar. Ich hinterlasse keinen Kommentar, sondern ich mache ein Video über dich. Und ja, dann gibt's hier eigentlich nicht mehr zu sagen, außer dass er keine Playlists hat, sondern bloß die hochgeladenen Videos. Aber er hat keine Playlists. Playlists sind nicht angelegt, gibt's keine. Gut, dann zeige ich mal hier kurz den Hintergrund. Designed by Lock Graphics. Wir haben hier eigentlich einen schönen, schlichten Hintergrund mit solchen Farbklecksen, den Namen Die Hand spielt, einer Minecraft-Figur und einem verschwommenen Minecraft-Hintergrund. Mir persönlich gefällt's gut, denn es geht auf dein Thema ein. Was mir aber, also auf dein Minecraft, du spielst ja bloß Minecraft, auf das geht's halt ein. Was mir aber noch ein bisschen fehlt, ist hier der Bezug auf die Hand. Du heißt ja, die Hand spielt. Dann könntest du hier vielleicht irgendwo noch eine Hand oder so hinklatschen und der Übergang ist nicht schön. Der ist eher gesagt grässlich. Einfach schwarz abgeschnitten. Versuch mal da, deinen Designer nochmal zu fragen, ob er da einen schwarzen Überlauf machen kann. Und was ich auch noch schlecht finde, ist hier das D. Hier gefällt es mir. Hier ist es nämlich mitten im Wort. Hier ist es scheiße. Weil hier ist es am Anfang vom Wort und das verwirrt mich oder hat mich vorhin ein bisschen verwirrt. Also es heißt, die Hand spielt. Schöne Schriftart, aber das D hier sieht beschissen aus. Sag da deinem Designer, er soll eine andere Schriftart benutzen. Okay, das war's zum Hintergrunddesign. Viel mehr gibt's eigentlich hier nicht zu sagen auf der angesagten Seite. Gehen wir zu seinen Uploads. Hier haben wir vor 4 Tagen, vor 6 Tagen, vor einer Woche, vor einer Woche, vor einer Woche, vor einer Woche, vor 2 Wochen, vor 2 Wochen und so weiter. Also jeden zweiten Tag kam ein Video. Sieht auch gut so aus. Hier haben wir leider das erste Video, das ein bisschen missglückt ist. Also das sieht nicht so gut aus. Schwarze Ränder. Audioqualität war noch okay, aber schwarze Ränder. Wir haben hier auch eine Videolänge von 12 Minuten, das ist okay, also fast 13 Minuten. 5 Minuten, viel zu kurz. 24 Minuten, hey, wow. Dann hier 5 Minuten, 7 Minuten, 9 Minuten, 9 Minuten, 14 Minuten, 9 Minuten, 5 Minuten, 13 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten, 13 Minuten, 28. Junge, versuch mal die Videos in die Länge zwischen 13 und 17 Minuten zu packen, das ist perfekt. Und wenn es jetzt hier mal so eine kurze Minecraft-Runde von Hunger Games ist, dann hängt einfach noch eine Folge hinten dran. Ich sag nicht, dass es unbedingt 15 Minuten sein müssen, aber es muss über 10 Minuten sein. Nicht unter 10, über 10. Und es darf, über 10 ist mir alles egal, über 10, es kann auch 40 Minuten gehen, ist mir völlig egal. Das muss dann dein Zuschauer entscheiden, aber über 10 Minuten sollte es gehen, denn 5 Minuten sind eindeutig zu kurz. Besonders, wenn dann nur alle 2 Tage ein Video kommen. Ist echt zu kurz. Gut, das war's auch zu den Video-Uploads. Playlists gibt es keine, aber wenn es Playlists geben würde, wäre es Minecraft Hunger Games, es wäre Minecraft Trouble Will oder wie das heißt, oder Minecraft Trouble in Mineville oder so. Dann Mine also so wie Daisy, bloß ein Minecraft-Mod. Dann Let's Play Minecraft Super Jump, Let's Play Minecraft Sabotage, Let's Play Mine. Ah ne, haben wir schon? Haben wir schon? Thöneth F. Ah, Ace of Spades! Das sehe ich ja jetzt erst. Okay, dann noch Ace of Spades. Hardcore-Modus und Let's Play Giana Sisters. Also ungefähr 8 Projekte. Davon sind 6 Stück Minecraft. Ja, sehr viel Kanalvielfalt, habe ich gehört. Gut, schauen wir mal in sein aktuelles Video. Ich zoome mal hier kurz ran, damit auch wirklich alle was sehen. Und dann sage ich mal bis gleich. Tschüss. So, herzlich willkommen zur neuen Runde Let's Play Minecraft Hunger Games. In 5 Sekunden geht's los und ja, ich spiele eigentlich wie immer hier auf Domsplay. Ich wollte eigentlich gerade eben ein Together aufnehmen, aber es hat leider nicht stattgefunden. Und jetzt spiele ich halt etwas Singleplayer. Oder halt nicht Singleplayer, sondern halt ich spiele alleine.
und versuche mich hier durchzuschlagen. Ja, dann schaue ich mal, dass ich hier hinten entlang gehe, wo hier schon jemand langläuft. Das jetzt müsste jetzt hier Arena 14 sein. Habe ich glaube erst 2-3 Mal gespielt. Da hinten ist eine Kiste und da oben auch gleich wieder. Ja, natürlich ist der jetzt schneller wie ich, weil wenn sie mich zurückportet. Gut, Goldschwert und etwas zu essen. Und dann gehe ich noch da hoch. Oder ich gehe gerade nach da hinten zu dem kleinen Dorf da. Grace Period hat auch schon angefangen, aber ich möchte ihn jetzt nicht gleich verhauen. Weil ich es selbst nicht so toll finde. Da ist eine Kiste. Ja, nochmal was zum Essen. Hier ist nichts mehr. Jo, gut, etwas Rüstung. Ja, etwas Rüstung, das ist doch schon mal was. So, ich muss mal kurz was schauen. Ja, meine Stimme wird aufgenommen, sehr schön. Nur das wollte ich kurz nachschauen, denn ich hatte Angst, dass meine Stimme nicht aufgenommen wird. Das ist mir schon öfters passiert. Gut, das war seine Video-Kommentarstil, Soundqualität. Leck mich mal Arsch, Walle. Walles? Nein, alles. Dann tue ich mal jetzt bewerten. Wir hatten hier 27p höher, war es nicht. Aber die Grafik, warte mal, Vollbildmodus. Grafik ist okay. Was mich leider stört, und das habe ich jetzt erst bemerkt, ist, dass du wahrscheinlich im Kleinbildmodus aufnimmst. Also du nimmst Minecraft im Kleinbildmodus auf. Und eventuell sogar mit Camtasia oder Fraps. Auf jeden Fall wirkt das Bild etwas reingezoomt. Und die Anzeigenleiste unten ist, glaube ich, zu klein. Also die ist im Vollbildmodus auf jeden Fall größer. Daran erkennt man das auch meistens, dass das im Kleinbildmodus gespielt ist. Gefällt mir nicht so gut. Ich weiß nicht, was für Gründe du hast, dass du nicht im Vollbildmodus spielst. Oder vielleicht liege ich auch falsch, aber ich denke es mal. Versuch doch das doch zu beheben. Ansonsten sind 27p auf jeden Fall ausreichend und es sieht auch schön aus. Es ist auch flüssig. Die Soundqualität gefällt mir sehr gut. Der Musikhintergrund gefällt mir gut. Die Abmischung mit deinem Ton gefällt mir gut. Das Einzige, was vielleicht noch ein bisschen verbesserungswürdig ist, ist der Ingame-Sound. Der könnte eventuell ein bisschen lauter sein. Aber ansonsten ist die Soundqualität wirklich top. Gut. Da klingelt das Telefon. Ich sehe und wir sehen uns gleich wieder. Tschüss. Und da war ich natürlich zu spät. Nochmal. Und da war ich natürlich zu spät am Telefon, es war niemand mehr dran. Klasse. Egal. Wofür war ich stehen geblieben? Genau, jetzt zum Kommentarstil. Ja, dein Kommentarstil erinnert mich eher an ein Commentary. Du erzählst über das Spiel, du sprichst auch über das Spiel, aber du sagst, was du gerade tust. Das ist ein Commentary. Oder nicht mal ein Commentary. Es ist langweilig. Es ist echt langweilig. Du erzählst dich mit deinem Zuschauer, du machst nichts mit deiner Stimme, du erzählst einfach, was du gerade machst oder was du vorhast. Das ist an manchen Stellen nicht schlecht, aber mach das doch bitte nicht die ganze Zeit. Gerade eben auch, oh, da ist noch etwas Essen drin, oh, ein Goldschwert. Aber nein, ich möchte den Typ natürlich eher noch nicht hauen. Junge, mach Let's Plays, erzähl mit mir. Nicht, was du gerade machst. Ich sehe, was du gerade machst. Erzähl mit mir. Sag, boah, dem will ich jetzt einen auf die Fresse geben, aber nee, hey, lassen wir leben, okay? Ich bin cool. Irgendwie sowas, das nennt man Let's Play. Nicht das, was du machst, ist langweilig. Ist echt total langweilig. Okay, dann haben wir noch schwarze Ränder bei manchen Minecraft-Videos und auch hier bei Let's Play Giana Sisters haben wir auch schwarze Ränder, ich weiß nicht, ich glaube, das ist eine Ingame-Szene, das sind sogar schwarze Ränder, aber wir haben auch bei dem Video ein paar kleine schwarze Ränder unten und oben. Und auch bei Minecraft-Videos, wie zum Beispiel hier unten und oben. Ace of Spades sieht jetzt nicht so aus. Also irgendwie ist das immer unterschiedlich. Hier haben wir keine, hier haben wir wieder. Weiß nicht, was du da gemacht hast. Hier haben wir zum Beispiel auch keine, aber versuch das doch zu beheben. Vielleicht hat das auch mit dem Reinzoomen. Nö, hat's nicht. Okay. Gut. Und nochmal zum Kommentarstil, weil ich tue hier meine Punkte abarbeiten, aber die stimmen meistens nicht ganz überein. Darum kommen wir jetzt nochmal zum Kommentarstil. Du hast eher einen ruhigen Kommentarstil, wie schon gesagt. Du machst nichts mit deiner Stimme. Versuch doch da ein bisschen mehr aus dir rauszuholen. Das wird bestimmt gehen, denn deine Stimme an sich hört sich sehr angenehm an. Gut, das war's zu deinem Kanal. Verbesserungswürdig ist
ein bisschen die Videoqualität, also der Zoom und die schwarzen Ränder und der Kommentarstil auf alle Fälle. Und dann ist doch der Kanal recht gut. Versuche noch ein paar andere Projekte anzufangen, anstatt nur Minecraft, dann wird das auch was. Gut, das war's von mir. Falls euch der Kanal gefallen hat, lasst doch dem Hand spielt konstruktive Kritik da. Und wenn euch der Kanal wirklich sehr gut gefallen hat, dann lasst doch ein Abo da. Und falls euch mein Video gut gefallen hat, lasst doch mir konstruktive Kritik da oder aber einen Daumen nach oben. Und wenn euch mein Kanal gefällt, auch ein Abo. Gut, das war's von mir und ich sag mal, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!